Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Sneak Peek Zeit Nummer 2 und heute mal wieder im altbekannten Format. Das heißt, ich kann euch heute wieder so ein paar Sachen reinschneiden hier in die Szene. Gestern waren wir ja mal auf meinem Desktop. Scheinbar hat euch das auch ganz gut gefallen. Ich meine, ist auch eine Machart. Wir haben natürlich wieder viele, viele Informationen bekommen, die ich aber so ein bisschen heute mal zusammenfassen kann. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Und zwar wird es zwei neue Distrikte geben, oder es werden zwei Distrikte vorgestellt. Einmal Balloon Lagoon und einmal der Builder Workshop, so heißt er, glaube ich. Ja, Builders Workshop. Und das sind im Moment noch die englischen Begriffe. Ihr könnt das gerne für euch eindeutschen, aber eigentlich ist immer etwas weiter nach den Sneaks, könnt ihr die Sachen auch im deutschen Clash of Clans Blog nachlesen. Das ist auch gestern genauso geschehen, also ihr könnt das jetzt schon, die Sachen, die gestern gelaufen sind, alle nachschauen. Aber wir fangen einfach mal an mit dem Clan-Kapitel Balloon Lago und ja, ich spiele das Ganze so ein bisschen ab, versuche das so ein bisschen zu dokumentieren hier für euch. Also das ist wieder ein Distrikt, also so ein, ja, ich nenne es ganz gerne so ein Vorort. Und jeder Vorort bringt natürlich seine Verteidigung mit und bringt auch letztendlich immer eine eigene Truppe mit. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass hier bei Balloon Lagoon natürlich irgendwas mit Luft dabei sein wird. Auf die Truppen gehe ich auch ganz, ganz kurz eigentlich ein, da es auch bekannte Sachen sind, die wir schon kennen. Und ich habe ja gestern noch allerhand Videos gesehen von den anderen Content-Creatoren. Und ja, ist sicherlich eine spannende Sache, vor allen Dingen die ganzen Angriffe, wie werden sie koordiniert, wer macht sie eigentlich und wer nimmt eigentlich auch an den ganzen Sachen teil. Und ich habe gestern schon die ersten gehabt, die in die Clans wollten, so nach dem Motto, ich suche einen Clan, der mindestens über Clan Level 2 ist, das den braucht er ja, damit ihr überhaupt Clan-Städte ausbauen könnt. Und natürlich muss man über Rathaus Level 6 sein, oder beziehungsweise man muss Rathaus Level 6 sein, um den Workshop überhaupt freizuschalten. Also nicht den Workshop, sondern achso, das ist jetzt schon Builders Workshop, sehe ich gerade. Ja, das ist jetzt schon Builders Workshop? Nee. Habe ich das jetzt verkehrt rum gemacht, ne? Dies ist Builders Workshop. Aber das Video heißt, ach doch, das ist Builders Workshop. Sorry, Leute, ich bin verpeilt. Das ist der Builder Workshop gewesen hier. Es steht ja sogar drüber, Toto. Steht sogar drüber. Und allerdings gibt es dazu auch immer ein Attack-Video. Also hier sehen wir mal etwas in der Attacke. Ja, und jetzt sneak ich eigentlich schon wieder was Neues. Ja, es gibt eine neue Kampfmaschine, so will ich es mal sagen, oder Belagerungsmaschine, die ist aber exklusiv nur für die Clan-Kapitel, also das gibt es nicht im, ich wollte gerade sagen, im wirklichen Clash of Clans Leben, nein, das gibt es wirklich nur hier ganz exklusiv für die Clan-Städte, also für die Raids letztendlich, und stelle ich euch gleich aber auch in Wort und Bild vor. Ihr, na, jetzt habe ich schon geleakt, sowas aber auch, naja, das ist aber auf jeden Fall ein Angriff hier auf dem Builder-Workshop. Und ihr seht schon, das sind Lufttruppen und Pekkas. Die Pekka kommen natürlich nicht von irgendwo her, die kommen dann aus dem Builder-Workshop, und die Loons kommen dann natürlich aus der Balloon Lagoon. Und aber ihr seht schon, das Ding da, das ist ja fürchterlich, ne? Mein lieber Mann. Aber ich stelle es euch gleich vor. Und ihr seht auch schon, was da rauskommt. Kleine fliegende Skelette. Ich finde es so nicey. Ich musste mir das heute auch erst zwei, dreimal angucken, um das zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Aber 100%, das Dorf ist in jedem Fall platt. Und Balloon Lagoon habe ich euch jetzt eben nicht vorgestellt. Hole ich jetzt nach. Also jetzt Balloon Lagoon. Ah, sieht sehr, sehr schick aus mit dem schönen, großen, zu überwindenden See womöglich. Und wie man das macht, zeige ich euch dann auch. Also das ist der zweite Distrikt, der heute vorgestellt wird. Und der bringt natürlich auch seine eigenen Einheiten mit, und die Defensive ist natürlich immer die gleiche. Wir haben etliches an Picks dazu bekommen, normale Häuser, Defenses, und ja, da gibt es den Flying Fortress,
Yard, was das ist, das verrate ich euch dann gleich. Und also wir haben heute insgesamt, ich muss mal gerade überlegen, 1, 2, 3, 4 Sachen, glaube ich, die ich euch vorstellen kann, also die in diesem Sneak rauskommen. Und auch hier gibt es wieder so die sogenannten Release Notes zu, aber wie gesagt, etwas später, da guckt einfach immer mal auf die deutsche Clash of Clans Blogseite. Dort werdet ihr in jedem Fall fündig, wenn es darum geht, was kommt im Update, beziehungsweise was ist vorgestellt worden. Und dort gab es ja gestern auch dann so ein paar Verschlimmbesserungen an Truppen und an Einheiten. Aber auch hier wollen wir natürlich einen Angriff drauf sehen. Ich gucke mal, ob ich das auch habe. Ja, habe ich auch. Habe ich auch für euch. Und auch hier wieder, ja, die neue Belagerungsmaschine ist schon im Einsatz. Ich habe es euch immer noch nicht. Ich habe euch immer noch nicht verraten, wie die eigentlich heißt. Es ist die fliegende Festung. Ich will es ja mal nicht vorwegnehmen. Fliegende Festung. Fast 100 Truppenplatz, also richtig großes Ding, aber ihr seht schon relativ langsam und wir haben es ja eigentlich auch schon im Entwicklervideo gesehen, die sind damit ja rumgeflogen und die Beschreibung dessen hier fand ich heute sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ich habe das nämlich mal über einen Google-Übersetzer laufen lassen. Da heißt es nämlich, hast du dich jemals gefragt, was passiert, wenn du Flügel an einer Burg aus Stein anbringst? Beides nicht, wir und doch sind wir hier hingekommen, am selben Ort. Flying Fortress ist eine exklusive Spezialeinheit zu Clan Capital Raids. Diese titanisch fliegende Titanic feuert Kanonenkugeln ab, zielt auf Verteidigung und Willen auf Boden- und Lufteinheiten schießen und will wahrscheinlich. Dieses pummelige Luftschiff nimmt 100 Platz oder Wohnplatz ein, ist natürlich echt ultra, ultra viel. Aber liefert eine Nutzlast von Skeleton-Gliders, haben wir ja gesehen, diesen Skelett-Glider, die über die feindlichen Baracken und über die Gelände fliegen, sowie eine Vielzahl von Skeletten, die Bodenziele umschwärmen. Also frei nach Google mal für euch übersetzt. Und nachdem auch dieses Dorf hier 100% kassiert hat, zeige ich euch jetzt natürlich einmal das Luftschiff, also die neue Belagerungsmaschine, exklusiv für die Clanstadt. Flying Fortress heißt es hier noch im Englischen. Ich denke mal, fliegende Festung wird es im Deutschen dann heißen. Ist halt frei übersetzt, aber ihr seht schon, Housing Space 100 und Movement Speed 9. Und wenn man hier unten, glaube ich, draufklickt, Find Barracks, da weiß ich jetzt nicht, was dann passiert. Das habe ich leider noch nicht gefunden, Leute, da ich keinen Entwicklerpass besitze. Kann ich euch solche Sachen halt immer nur so zeigen, ohne dass ich das irgendwo interagieren kann. Ich denke aber mal, das ist nicht ganz so schlimm. Und aber das ist einmal die fliegende Festung und dazu gibt es natürlich dann auch einmal die Werkstatt quasi dazu. Und wenn man die Werkstatt gebaut hat, dann entlockt das hier in jedem Fall erstmal die fliegende Festung. Und ja, das sieht auf jeden Fall, ist hier reichlich Platz für mehr, würde ich sagen, wenn ich mal so rechts neben dem Bild gucke. Also hier ist noch reichlich Platz für mehr. Welche Truppen erwarten uns? Ja, ganz normal die Ballons, die wir eigentlich schon kennen, also der Rocket-Ballon, der Skeleton-Ballon oder die Skeleton-Barrel heißt es da ja, das Skeleton-Fass oder das Skelett-Fass, dann den Super-Packer. Der ist in dem Fall mit dabei. Dann die Kanonenkarre ist mit am Start. Also es sind jetzt schon bekannte Sachen, die wir hier ja sehen. Ich blende euch die immer mal wieder ganz willkürlich ein. Und es gibt aber auch natürlich Heil- und Frostzauber. Und den Frostzauber will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Den hatte ich mir eigentlich hier weggelegt. Ja, da habe ich auch eine Szene von dem Frostzauber. Was macht dieser Frostzauber eigentlich? Damit kann man zum Beispiel den See hier überbrücken. Ja, ihr seht das. Was der Angreifer jetzt eigentlich nicht richtig macht. Die Riesen sollen eigentlich tanken und die Barbaren sollen sicherlich dahinter bleiben. Aber die Barbaren sind natürlich viel, viel schneller. Der Angreifer bricht dann auch irgendwann seinen Angriff ab, weil er sieht, dass die tankigen Tanks, die Giants, also die Riesen hier überhaupt nicht tanken, nämlich gar nicht. Und
Dafür aber die Barbaren hier zumindest schon mal Teile der Base schaffen. Hier jetzt teilen sich die Giganten auch auf, gehen jetzt, die spazieren natürlich nicht durchs Wasser, das seht ihr hier jetzt, sondern die bleiben dort an der Mauer kleben und müssen erstmal durch die Mauer durch. Und jetzt hat der Angreifer aber auch abgebrochen, weil er wahrscheinlich gesehen hat, dass es keinen Sinn hat. Also, das sind erstmal die drei ganz, ganz großen Sachen. Also, wir haben zwei neue Distrikte und wir haben eine neue Belagerungsmaschine, ja, exklusiv für die Clanstadt. Ich habe noch so ein paar andere Stimmen mal aufgefangen, wo man sich natürlich zu Recht unter Umständen ärgert, dass nichts im Moment für die normalen Dörfer hier kommt. Also weder fürs Tagdorf noch fürs Nachtdorf. Aber mit diesen Tag- und Nachtdörfern muss man natürlich arbeiten, um die Clanstadt, ich nenne es mal so, am Laufen zu haben. Ja, und wer jetzt maxed ist, der ist ja jetzt erstmal maxed. Der kann nichts ausgeben, kann nichts bauen, kann einfach nur unter Umständen wieder in irgendeine Liga gehen, wo er glücklich ist, wo er vielleicht nur 8 Angriffe machen muss am Tag. Da ist ja auch jeder anders. Ja, und aber ich wollte es nur mal gesagt haben, dass ich gestern auch unterschiedliche Stimmen natürlich mal so ein bisschen eingefangen habe von den anderen Content-Creatoren und habe mir die Videos alle ein bisschen angeguckt, habe das Ganze so ein bisschen zusammengemischt für mich und so, dass es auch passt. Und das ist letztendlich spiegelt diese ja nur so ein bisschen erstmal A, meine Meinung wieder und B, hatte ich ja gestern schon gesagt, das Rad ist hier nicht ganz neu erfunden bei Supercell, sondern es sind bekannte Truppen hier am Start. Sie sind halt nur in den verschiedenen Vororten oder Distrikten vorhanden und dementsprechend muss man da sicherlich dann agieren, mit was greife ich denn jetzt wo letztendlich an. Das Ganze könnt ihr natürlich jetzt mittlerweile auch hier im Client nachlesen. Das heißt also, wenn ihr auch auf den deutschen Client geht, ist es mittlerweile eingedeutscht. Also das geht jetzt doch schon relativ zügig. Und also Clanstadt und Schmiede und die Vororte, die ich immer so niedlich benenne, die nennen sich hier Clanstadtbezirke. Ja, Distrikte, Clanstadtbezirke, ich nenne sie halt so Vordörfer oder Vorstädte. Und die sind hier auf jeden Fall unterteilt. Aber last but not least, wir haben hier einen Live-Angriff. Wenn wir live drin sind, ne, Leute, gehen wir live rein. Aber ich verändere jetzt mal im laufenden Betrieb hier meine Szene und mal sehen, ob es euch auffällt. Denn ich darf euch schon zum nächsten, was heißt zum nächsten Sneak bitten? Ich darf euch etwas vorstellen, und zwar die neue Queen, so will ich sie mal nennen. Ich hack sie mal rein hier und mache sie mal für euch ein bisschen größer. Also die Miner Queen kommt, Leute. Die Miner Queen kommt ganz exklusiv jetzt auch nach Clash of Clans. Also müsste ich das gleich noch ein bisschen an die Seite schieben, aber echt cool gemacht hier. Also schon mal kleines Preview für euch, was euch im nächsten Pass an Skins erwartet, beziehungsweise was der Skin sein wird, der am Ende des nächsten Passes rauskommt. Und während wir hier den Raffi im Hintergrund sehen, ich meine, haben wir jetzt wenigstens mal ein bisschen Clash of Clans hier mal wieder live in Action gesehen. Ist mir auch unheimlich wichtig und ich bleibe jetzt auch gleich sitzen und nehme wahrscheinlich einfach die nächsten Folgen ein bisschen auf, sonst hänge ich hier ein bisschen hinterher und ich hatte eigentlich Ideen, aber im Moment fülle ich natürlich so gut es geht meine Videos mit den neuesten Informationen für euch und ich hoffe, das gefällt euch aber trotzdem, dass ich das so mache und bleibe aber auch bei den Clans so ein bisschen mit am Ball, denn es entwickelt sich richtig, richtig cool, muss ich sagen. Hier beim Clan Herausforderer und beim Clan Free-to-Play würde ich die Situation als stabil einschätzen. Ich glaube, der Raffi war jetzt erst ein, kann es sein, dass es erst ein 11er auf ein 12er gewesen, ne? Ja, ist nicht so schlimm, ist alles nicht so schlimm. Wir führen hier und haben auch den vorherigen Clankrieg, kann ich ja schon mal sneaken, gewonnen. Nur wie? Das weiß ich halt, das weiß ich noch gar nicht. Das werde ich euch zeigen, weil ich weiß es tatsächlich noch nicht. Warum ich es noch nicht weiß, da komme ich dann im nächsten Video drauf zu sprechen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen, auch mit der
Wie heißt sie? Mit der Minor Queen. Ich nehme sie mal so ein bisschen hier. Ah ne, ich kann sie euch ja noch so im Bild zeigen. Also hier kommt die Minor Queen für euch im nächsten Pass. Nicht vergessen, wenn ihr denn den Pass kauft, dass ihr ordentlich Creator Codes dort eingebt, außer meinen. Ich habe immer noch keinen, aber ich habe mal wieder eingereicht zur Prüfung. Mal sehen, irgendwann wird es vielleicht mal was. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich hoffe, das Video hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ja, womöglich entweder noch am Samstag oder am Sonntag. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht!